So, ja, willkommen mal wieder zu einem Update meiner Raritäten-Vitrinen, meiner Sammlung. Ich habe eine neue Vitrine bekommen und hier einiges mal umgeräumt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie die Vitrine jetzt aussieht oder meine beiden Vitrinen. Ja, da sind wir hier jetzt in meiner Feistel-Vitrine. Ich habe jetzt Feistel und Weko getrennt in einzelnen Vitrinen. Und ja, das ist das erste Fach der Feistel-Vitrine. Hier sind die Sortimente Top, Knallsack, Peng und Bums. Ja, das sind Sortimente aus Ende der 80er Jahre. Diese sind alle gleich bestückt, haben alle Tiger Head Waldcover-Befüllung. Und enthalten ist eine Packet Cracker Matte, eine 400er Lady Cracker Matte, zweimal Pyro Cracker, zweimal A Böller und einmal B Böller. Ja, das ist Nummer 184, 185, 186 und die Nummer 187. Ja, die Sortimente sind ja relativ selten, aber besonders selten ist wohl das Sortiment Knallsack. Das sieht man wirklich nicht sehr häufig. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich könnte sagen, das Herzensstück meiner Feißl-Sammlung. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Sortimente. Dann haben wir hier einfach die Funke-Böller liegen, D und Super 2. Und da kann man auch sehen, das ist ja quasi das gleiche Cover wie hier bei den Feißl-Sortimenten, was Funke da bei der 2016er Charge verwendet hat. So, hier sind wir dann im nächsten Fach. Hier haben wir links das Kracher-Sortiment von Moog stehen mit der nicht Tiger Head, Strangbanger-Befüllung. Hier haben wir zwei Packet-Cracker-Matten, einmal Pyro-Cracker, einmal D-Böller und einmal die Super-Böller 2. Und die sind wirklich richtig, richtig fett, richtig große Teile. Das müsste mit einer der ersten Chargen der Drangbanger sein, also aus Anfang der 90er Jahre nehme ich an. Und ja, zu der Zeit gehörten ja auch Feistel und Moog Nico beide zu Piepenbrock Pyrotechnik. Und deswegen ist das Design auch ziemlich ähnlich den Feistel-Sets. Ja gut, hier rechts haben wir dann nochmal das Bums mit Dragonbanger-Befüllung. Allerdings muss ich hier dazu sagen, es gab zwar mal das Bums-Sortiment mit der Dragonbanger-Befüllung, aber das hier ist nicht die Originalbefüllung, also an dem Set ist eigentlich nichts original. Die Dragonbanger, die hier drin sind, die sind deutlich später, also ist eine deutlich jüngere Charge als in dem Bums-Sortiment mit Dragonbangern ursprünglich drin gewesen wäre. Ja, also die sind auch deutlich jünger als die Dragonbanger hier in dem Kracher-Sortiment. Dann haben wir hier Packet Cracker, Lady Cracker, Pyro Cracker, Super Böller A, B, D und Super Böller 1. Das ist der letzte Jahrgang der Feistel Böller, ich glaube von 1998, mit dem eigenen Feistel Waldcover. Ja. So, hier haben wir dann die Feistel 90er Jahre Sachen, also die Sets. Und hier links ist noch ein Set von Silberhütte bzw. Nico. Da fangen wir auch gerade mal mit an. Das ist das Knaller-Duett. Beinhaltet einmal Harzer Knaller und einmal Piraten. Ja, ist nichts Besonderes eigentlich, aber passt von dem Design hier eigentlich ganz schön rein. Dann haben wir hier das bekannte kleine China-Knaller-Sortiment von Feistel mit Dragonbanger-Befüllung. Da sind zweimal Pyro-Cracker, da unten sieht man zweimal A-Böller und einmal B-Böller drin. Findet man ja eigentlich relativ häufig, aber gehört auch eben zu der Sammlung. Dann haben wir hier aus der gleichen Designlinie quasi die China-Knallbox mit der etwas selteneren Jaguar-Bestückung. Ist auch so Mitte 90er Jahre. Viermal Pyrocracker, zweimal D-Böller und einmal fünf Frösche. Rechts davon dann das Knallsack-Sortiment. Das ist hier mit Black Cat-Bestückung. Hier haben wir Pyrocracker, A-Böller und B-Böller.
Ja, dann hier noch ein paar einzelne Sachen. Hier einmal Feistel-Wunderkerzen, Feistel-Silberring aus der Zischwumpeng-Serie. Das ist leider das Einzige, was ich aus der Zischwumpeng-Serie habe. Aber sehr geiles Design auf jeden Fall, 80er Jahre. Und dann hier Kobold aus der Feistel-90er Jahre Serie. Sind Reiber und sind aber Weko Deutsche Kracher drin schon. Also leider keine eigenen Feistel-Reiber mehr. Ja, dann haben wir hier die Sortimente Schlag auf Schlag. Rechts hier die 80er Jahre Version, wo die drei Frösche noch mit drin sind. Und links dann die neuere 90er Jahre Version, wo die Frösche dann gegen die lilanen Kanonenschläge ausgetauscht wurden. Ja, und hier unten in dem letzten Fach haben wir dann noch das Top-Leuchtsortiment von Feistel. Ja, ist ein ganz schönes Leuchtsortiment hier mit Goldrauschfontänen, Sternenkreiseln, einem Vulkan. Und den Feuertopf-Gigant natürlich nicht zu vergessen. Gut, dann haben wir hier die Knallfrösche C und D von Funke, einfach wegen dem Design, weil die ja wirklich sehr schön sind. Sternschnuppen, das ist glaube ich so eine Art kleiner Feuertopf. Und dann haben wir hier noch zwei Waldcover-Böller, das sind einmal A-Böller, Made in Kwangtung. Die sind von Jeco importiert. Also Jeco hat ja glaube ich für Komet importiert. Müssten so Mitte 90 sein. Und dann hier die Superböller 2, auch mit Waldcover. Die sind von, ich glaube, Ende 90er Jahre und importiert von Georg Richter. Könnte auch für Feistel gewesen sein. Also Feistel hat das Cover ja auch Ende habe ich benutzt. dann hier noch zwei Sets stehen. Das ist einmal das Tristar von Weco. Das hat schöne alte Weco-Raketen drin. Hier mit 90er Jahre Weco-Logo. Und enthalten ist Apollo-Rakete, eine Jumbo-Rakete und noch eine weitere Weco-Rakete, also von den größeren. Und hier ist dann das Sortiment Weco, die große. Das ist ein Familiensortiment mit acht kleineren Raketen, müssten alles China-Raketen sein, also Tricolor-Export und sowas. Dann haben wir zweimal China-Knaller. Auch zweimal China-Böller A und dann hier noch weitere Fontänen, Cat-1, Frösche, Luftheuler und so weiter. Ja, dann hier meine neue Vitrine. Hier ist jetzt die Weco-Sammlung drin. Da haben wir links einmal das Ladycracker-Blister mit dem 80er-Jahre Weco-Corsair-Cover mit den zwei Piraten. Das sind zweimal 400er Ladycracker drin. Dann das allerlei Knallerei-Blister hier mit China-Böller A, einigen Reibern von Weco und da unten noch mittleren Kanonenschlägen. Dann die bekannte 34 Corsair Assortis-Blisterkarte mit Mini-Knallern und Pyro-Crackern. Ja, dann haben wir hier Kanonenschläge Mittel von Weco. Das ist die frühere Ausführung, also ich glaube Mitte der 90er Jahre. Dann kubische Kanonenschläge von Weco. Das sind glaube ich allerdings schon die China-Version. Da oben stehen aber noch die kubische Kanonenschläge. Und die sind definitiv aus deutscher Produktion, auch mit Sachsen-Feuerwerks-Logo. Ja, und dann hier rechts auch noch deutsche Kanonenschläge. Auch mit Sachsen-Feuerwerks-Logo ja, von Weco Mitte 90er Jahre. Dann haben wir hier Goldregen und rechts Gold- und Silberregen von Weco, Cat-1 natürlich. Dann haben wir hier noch eine Mini-Knallerkarte. Hier 930er Packcracker-Matte und 700er Ladycracker, auch von Weco. Ja, weiter geht's dann im nächsten Fach. Hier haben wir dann einmal das Knallpack. Mit den 90er Jahre Weco-Set hier oben mit Übergangslogo und hat mal 4,95 gekostet. Hier haben wir diverse Böller drin, also A-Böller, B-Böller, D-Böller, alles Mögliche dabei. Daneben dann das Thunder-Set. Da habe ich ja schon im letzten Video gesagt, weiß aber nicht so viel drüber. Ich habe es jetzt im Katalog gefunden von Pyro Art Anfang der 2000er. War eben so ein, wie da schon steht, Aktionssortiment. Ich glaube, ein Jahr gab es das. Und da hat halt Pyro Art noch von Weco und Keller Ware genommen. Und ja, das hier halt eben von Weco. Und ja, verschiedenste 90er Jahre Weco-Böller, Pyro-Cracker, A-Böller, B-Böller bis hin zu D-Böllern. Und ja, es sind im Prinzip Standard 90er Jahre Weco-Böller, aber das Set an sich
so doch relativ selten, habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Dann haben wir China-Kracher von Weco mit dem Corsair, alten Corsair-Cover. Und das ist ganz interessant, das sind welche von FKW importiert. Und da sind alte FK Franz Keller Pyrocracker, also die Rotring-Vorgänger drin. Dann haben wir hier ganz einfach A-Böller von Weco mit dem Corsair-Cover. Daneben die Bs. Hier vorne haben wir dann noch die D-Böller. Die sind alle von Chinanet F3 importiert, hergestellt und importiert von Weco. Nur die Superböller 1, die sind zugekauft. Da hatte Weco damals noch keine eigenen Superböller. Und die sind eben von Yonglong Hong hergestellt. Beziehungsweise Yonglong Hong ist ja auch mehr so eine Art Zwischenhändler gewesen in China, kein direkter Hersteller. Und importiert von Georg Richter. Und ja, diese Superböller 1 sind auch rot oder so, ja, fast rosa Farben. Und die anderen Weco-Böller hier, die sind alle grün-weiß, ganz klassisch. Hier unten haben wir dann noch die beiden Tip-Top-Sortimente von Weco. Schöne Blisterkarten mit Luftheulern, Kanonenschlägen und A-Böllern und China-Knallern. Und Frösche sind da auch noch mit bei. Hier einmal die Version aus den späten 90er Jahren mit Übergangslogo. Und gleiche Bestückung, aber wie die hier oben stehende etwas ältere Tiptop-Version da noch mit dem alten Vico-Logo. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.